Gut, dann haben wir jetzt also auf Neu geklickt. Ja, und jetzt müssen wir hier halt einfach mal paar Sachen eingeben. So, Utilities. Das war, glaube ich, bei Type, oder? Type ist ID, genau. ID. Und es war, glaube ich, Name, genau. Ah. So. Dann haben wir hier den Startort. Machen wir wieder Utilities. So, wie war das nochmal mit dem Dropdown-Menü? Hier, Select with ID was. Select with ID. Habe ich doch. Wieso? Stimmt das nicht? So, und da haben wir dann noch den Startort. So, da haben wir also den Startort ausgewählt. Es gibt nur Munich. Dann haben wir Ortsteil. Folgende ID. Utilities Select with ID. Und da haben wir Ortsteil. Ja, da Ortsteil. Das wollte ich jetzt nicht so. Nein. Ich wollte eigentlich hier eine Leerzeichen haben. Leerzeile. Zeichen. Hätte schon gestimmt. Danach haben wir zum Beispiel Hadern ausgewählt. Jetzt brauchen wir noch die Startstraße. Habe ich da jetzt schon drauf geklickt? Okay. Na gut. Utilities. Vielleicht besser die. So, und da heißt es Straße, soll es glaube ich sein. Da haben wir zum Beispiel Sauerbruchstraße. Dann haben wir hier noch den Zwischenstopp. So, Utilities. Type bis ID. Zwischenstopp. Das mag ich überhaupt nicht so. Gut, dann haben wir noch den Zwischenstopp, haben wir das Benutzerprofil. Utilities, Type bis ID. Nein. So, dann haben wir Benutzerprofil. Den Zielort haben wir noch. Also eigentlich sehr einfach mit diesen Methoden und immer wieder dasselbe. Habe ich das jetzt nicht kopiert? Besser. Zielort war das, glaube ich, oder? War das Zielort? Ja. So, und dann haben wir natürlich das Datum. So, Utilities, Type is ID. Und hier haben wir jetzt natürlich das Datum. Wir haben doch hier Datum wird überprüft, genau. Okay, das ist Datum, Punkt. Hier was plus Strich plus Datum Punkt Month plus den Strich plus Datum Punkt Day of Month. So. Danach wären wir fertig und könnten speichern. So, jetzt sehe ich gleich, ist es ein Input? Es ist ein Input, ja. Name safe. Also wieder Utilities. Click on Input Button by Name. Na, jetzt.
So, wir drücken also auf Speichern. Test. Test. Hallo? Test. 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 So, speichern. Ah, natürlich, wir haben sie auch gelöscht. Machen wir schnell ein neues Benutzerprofil. Test. Datum. Familienwagen. Ja, egal, kann man das auch nehmen. Und dann haben wir den Test. So, speichern. Funktioniert, okay. So, jetzt. Funktioniert. Fertig. Diese Methode ist also fertig. Dann machen wir noch Delete Booking, die letzte, die wir jetzt noch machen sollen. So, da überprüfen wir einfach nur den Namen. Ja, halt, wir kopieren uns gleich Name, dann sparen wir uns ein bisschen Umschreibearbeit. Informatiker sind faul, besonders ich. So. Wir haben also den Namen überprüft. Was machen wir jetzt? Wir sind natürlich wieder im Setup und möchten jetzt erstmal auf die Buchungen gehen. Also Utilities. Follow Link by Text. Ups. Rückwärts. Follow Link by Text. Buchungen. So, dann sind wir bei den Buchungen. Jetzt wieder Follow Link bei Text. Follow Link bei Text. Und da nehmen wir jetzt den Namen her. Das war falsch. Sind wir jetzt hier drauf? Und jetzt löschen. Elemente untersuchen, da haben wir. Wo ist der Name? Da, Name. Del. Für Delete. Nein. Utilities. Click on Inputs Button by Name. Name bis Alert. So. Und das Alert brauchen wir, weil ja hier jetzt dann bei Löschen wieder das hier kommt. Dann drücken wir auf OK und wir sind fertig. Die Löschfunktionen sind immer so klein und die Erstellungsfunktionen so groß. Aber teilweise auch nur, weil das alles natürlich eingegeben werden muss und hier muss einfach nur ausgewählt werden und dann löschen, fertig. So, was ist das nächste? JUnit führt vor jedem Testfall die Setup-Methode aus. So rufen Sie die folgenden drei Methoden: Log into Salesforce, Create Profile und Create Booking in Setup auf. Weil jeder Testfall eine gültige Buchung voraussetzt, vervollständigen Sie die Setup-Methode, damit die folgende Buchung automatisch erstellt wird. Das Benutzerprofil und die Buchung hier. Das machen wir doch glatt mal. Also, wir machen jetzt hier, das ist. Ah, passt, Setup. Ich hatte jetzt nur das bevor gelesen. So, Setup. Wir machen folgendes. Wir machen einfach nur Login to Sales. So, Login. Hier haben wir sie. Mit Driver. Anschließend machen wir erst ein Benutzerprofil. Create. Profile heißt es, glaube ich, oder? Create Profile, genau. Ach, ich mache wieder mit dem Punkt. So, Create Profile. Der Name lautet falsch. Testprofil. Wieso mache ich eigentlich einfach Doppelklick? Natürlich sollte es auch ein String sein. Geburtstag. Ist der 23.07.1980. Geburtstag ist ein
Ein was? Kalender, glaube ich, oder? Ja. Das heißt, wir machen hier vorher noch mal Kalender, Geburtstag, gleich Kalender, Get Instance. So, dann Geburtstag, Set. So. Date war, glaube ich, hier. Date, the value used to the set of their fonts. Okay, passt. Perfekt. Dann nehmen wir das hier. So, 1980. Der Monat ist 7. Und hier der 23. Hier noch ein Leerzeichen. Mehr brauchen wir nicht. Dann haben wir hier Geburtstag, die E-Mail. Ah, ich verwechsel das dauernd. Beliebig. Okay. Dann machen wir hier einfach test@test.test. Die Kategorie Business. Die Business-Kategorie gibt es nicht. Es gibt ja nur folgende Kategorien. Ich lösche das hier jetzt mal. Löschen. Ja. So, es gibt ja nur folgende Kategorien: Familienwagen für mobilitätseingeschränkte Personen geeignet, Luxusklasse und Sportwagen. Ich schätze mal, Business soll die Luxusklasse sein. Also Luxusklasse. Die Currency soll US-Dollar sein. Okay. Was jetzt noch ist, ist Create Booking. So, wir brauchen einen Namen. Testbuchung. Einen Startort. Der soll natürlich Munich sein. Ortsteil ist beliebig. Dann nehmen wir doch mal Buchung. Neu. Was haben wir denn für Ortsteile? Nehmen wir einfach mal Hadern her. Nein. Hadern. Die Straße wahrscheinlich auch beliebig. Genau. Sauerbruchstraße nehmen wir her. Sauerbruchstraße. Ich hoffe, ich habe es so geschrieben. Nein, habe ich natürlich nicht. Der Zwischenstopp soll Berlin sein. Jetzt komm schon. So. Zielort ist Montreal. Oh. Das Datum soll das hier sein. So, dann machen wir einfach wieder meinen Kalender. Datum gleich Kalender get instance. Eigentlich könnten wir auch hier den Geburtstag einfach nochmal umsetzen. Könnten wir auch machen, aber mir ist es egal. So ist es halt übersichtlicher. So, Datum Punkt set. So, hier haben wir nur 7. Und hier haben wir 23. So. Dann das Benutzerprofil soll das Testprofil sein. Und schon fertig. Mehr müssen wir nicht machen. Dann, JUnit führt nach jedem Testfall die Teardown-Methode aus. Rufen Sie die folgenden zwei Methoden, Delete Booking und Delete Profile, in Teardown auf, damit die Buchung und das Profil nach der Testfallausführung wieder gelöscht werden. So. Teardown.
Gut, da haben wir jetzt. Erstmal muss die Buchung gelöscht werden. Also, ich will den Punkt. Delete Booking. Und der Name ist. Da oben steht der Testbuchung. Anschließend Delete Profile mit Testprofil. Fertig, mehr war nicht zu tun. Jetzt sind wir mit der ha falsch. Hausaufgabe 3 schon fertig. Als nächstes kommt Hausaufgabe 4. Integrations- und Systemtests. Für die oben, die. Wir könnten theoretisch jetzt auch mal kurz testen, ob das funktioniert. Run as JUnit-Test. So, sehen wir mal, ob das funktioniert jetzt. Die Tests machen ja eigentlich gar nichts. Das Fenster öffnet sich. Wir gehen auf Salesforce. Benutzername, Passwort. Als nächstes müssten wir uns einloggen. Wir loggen uns ein. So, wir sind drin. Jetzt müssten wir eigentlich aufs Benutzerprofil klicken als nächstes. Hier ist auch schon blau. Jetzt machen wir ein neues Objekt. Testprofil, wird aktuelles Datum. Oh, okay. Die E-Mail-Adresse funktioniert nicht. Okay, wir haben ein paar Probleme. Das Testprofil existiert natürlich nicht und das Datum schon wieder nicht. So. Fertig, mehr macht er nicht mehr. Aber das Fenster müsste sich gleich schließen. Ah, nee, Moment mal, versuchst du dir jetzt gerade zu löschen, Buchung zu löschen? Das dauert, glaube ich, eine ganze Minute, oder? Ah, nein, er ist schon im nächsten Test. Er ist schon im nächsten Test. Den halten wir auf. So. Okay, wir haben hier Probleme bei Set. Wir könnten auch. Nein, das Datum soll übergeben werden. Mist, Mist, Mist. So. Was steht da nochmal bei der Methode? So. Year, the value used to set the year calendar field. Month, the value used to set the month calendar field. The month value is null based, e.g. null for January. Ah. Und date, the value used to set the day of month calendar field. Das heißt, wir müssen hier eigentlich die 6 eingeben. Auch hier. So. Values von Kalender. Okay. Year, Month und Date. Das müsste jetzt eigentlich passen. Was hat noch nicht gepasst? Die E-Mail-Adresse. Test@test.test. Wieso hat die nicht gepasst? Versuchen wir es nochmal. Run. Nur diesen einen Test jetzt.